So Leute, jetzt gibt es, ich gebe fremden Menschen meine 20.000 Euro Kreditkarte. Sag mal, was geht denn hier ab? Das Video ist von Maxify, schallert das Abo rein, schön den Like da lassen und jetzt, also jetzt bin ich echt gespannt. Wir werden heute zufälligen Menschen meine Kreditkarte geben und... Also, Maxify, wir sind uns zwar nicht fremd, aber ich nehme auch die Kreditkarte. Das Haus zahlt sich nicht von allein, Maxify. Kuss. Doch was Sie da kaufe ich einfach in meinem eigenen Shop ein. Sie können im Laden alles kaufen, was Sie wollen. Kommen Sie über das Limit, zahle ich nicht. Sind Sie unter dem Limit, zahle ich. Super. Wenn Sie über die 20.000 Euro kommen, dann... Okay. Super simpel, oder? Ich würde sagen, lass uns anfangen. Wir gehen jetzt zum Lego Store. Mal gucken, wen wir hier so finden werden. Auf meiner Karte ist ein Bett. Kannst du alles aussuchen, was Sie ist. Stell dir vor, da kommt irgendwie so ein random Dude, du bist gerade im Lego-Store und da kommt so ein Typ auf dich zu. Ja, ich kaufe dir alles, was du willst. So, Hilfe. Das ist unter dem Betrag quasi. Das heißt, du kannst dir eigentlich alles aussuchen. Ja. Das hier? Ist der da alleine? Irgendwas Cooles. Das ist das Mobil. Da muss noch irgendwas sein. Wirklich? Maxify fragt, hey, willst du noch irgendwas? Und er sagt, nö. Das ist echt so richtig begnügsam. So, dass er sich nicht sagt, ich will hier alles, sondern sagt, hey, okay, das reicht. Damit bin ich happy. Ja. 599. Gucken wir uns. Hey, der kriegt das. Ist ja unter 20.000. Wollt ihr mich veräppeln? Ah, der Vater wollte mich veräppeln. Aber, also, okay, sein Vater ist dabei, sonst wäre das auch so ein bisschen komisch gewesen. So, Rocco, glaubst du das? Ich glaub's auch noch nicht. Ah, cool. Abonniert Maxify. Ja, das stimmt. Let's go, da sieht das schon mal gut aus. Genau. Das auch. Okay. Oben drauf. Oh, wir sehen Super Mario. Oh, ist das, ja, das ist Minecraft-Lego. Minecraft-Lego ist auch sehr geil. Noch was? Nein. Okay, wenn das alles ist... Dann guck mal, ihr seid auch irgendwas. Ey, ist jetzt vorbei. Reicht. 279,95. Sind wir drüber oder nicht? Ja, das geht auch durch. Ja! Perfekt, ja! Let's go! Ey, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war es immer so, dass ich mich als Kind übertriebenst gefreut habe. Zum Beispiel auf Weihnachten. Weil, ey, ich konnte tagelang nicht schlafen. Ich war so nervös, weil ich wusste, okay, oh, Junge, der Weihnachtsmann kommt und er gibt geile Geschenke. Mittlerweile ist es so, man kauft sich ja eher selbst die Geschenke. Man beschenkt sich selbst mit irgendwelchen Sachen. Und das Feeling ist irgendwie, es ist nicht gleich. Ich kann das so schlecht erklären. Was hast du denn? Irgendwas Cooles. Vielleicht von da unten irgendein Schloss. Möchtest du ein Schloss haben? Eine Schule? Das hier? Pablo, kannst du vielleicht fragen? Okay, Pablo kriegt alles. Wer ist denn Pablo? Ein Bonsai-Baum. Das frage ich oben drauf. Klar. Gibt es noch irgendwas, was du möchtest? Hey. Klar. Das ist eine gute Mischung. Gehen wir zur Kasse? Ey, sorry. Bei mir ist hier schon wieder lautes Glockendödeln. Ach, ey, als ich damals den Super Nintendo geschenkt bekommen habe. Oder die Playstation. Ich bin damals fast ausgerastet. Maxify, schick mich da mal in so einen Mediamarkt. Was glaubst du? Bist du unter oder über den Betrag? Unter. Brauch mal, ne? Wie viel macht das? 226,96. Ah, das geht durch. Cool. Dann versuchen wir es mal, ne? Das ist einfach wie so ein vorgezogenes Weihnachten für die Kids. Wie geil ist das? Und? Genehmigt! Ja. Oh. Das ist doch cool. Ja, und das freut mich und ich hoffe euch auch. Ey, coole Aktion. Ah, erklärt die Regeln. Ja. Okay, dann such dir einfach was aus, was du möchtest. Ich fang klein an. Such dir irgendwas aus. Ich fang klein an. Was du möchtest. Klar, nehm mit. Ich kann zeigen, wenn du willst. Sieht doch wie so aus. Alles gut, fühl ich. Klar. Ich trag das alles. Ich glaube, ich werde auch super nervös. Den kann man immer gebrauchen. Ich würde aber im ersten Moment einfach denken, dieser komische Typ, der verarscht mich. Wenn einfach so random so ein Typ auf dich zukommt und ihr wisst nicht, wer Maxify ist, denkst du so, hä, warum will der mir irgendwas schenken, Mann? Das war's? Ja. Sicher? 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 Okay. Irgendwas geht da bestimmt noch. Irgendwas kriegen wir noch rein. Okay, okay. Dafür wäre einfach alles mit drauf. Okay, das möchtest du auch. Gehen wir zur Kasse. Mal gucken, ob das funktioniert. Glaubst du, wir müssen bei dem Das funktioniert! Ich weiß es auch nicht. So. 159? Wir können auch was oben drauf. Ja, okay, dann packe ich noch eine Sache. Okay, dann nehmen wir das hier von hier oben. Nehmen wir das noch mit. Oh, sehr gute Wahl. Das war nochmal so was schön von Minecraft. Eine Karte.
Und es wurde genehmigt. Ja. Danke schön. Viel Spaß hier damit. Pack ich mit da rein. Danke. Dann macht heute sich perfekt. Next Stop. Elbenwald, let's go. Oh, ey, das ist in Köln. Deswegen kam mir auch der Lego-Store so bekannt vor. Da habe ich auch mal drin gevloggt. Und im Elbenwald war ich auch, das ist so ein Nerd-Laden. Mit so Fantasy-Kram und all. Also, geiler Laden. Oh, Bibi Yoda. Ich habe hier eine Kreditkarte. Da ist ein unbestimmter Betrag drauf. Ja, aber wie soll man denn auf 20.000 Euro kommen? Das schafft man doch gar nicht. Also ich glaube, gibt es irgendwas in so einem Laden, was so viel kostet? Irgendwie, keine Ahnung, Gandalfs richtiger Bart? Aussuchen, was hier im Laden ist. Ja. Kommst du über den Betrag, zahle ich nicht. Kommst du unter dem Betrag, zahle ich. Also du kannst wirklich alles aussuchen. Ist einverstanden? Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, warum sie teilweise dann doch eher zögern, Sachen mitzunehmen. Weil er ja sagt, yo, wenn ihr unter dem Betrag, über dem Betrag landet, müsst ihr selber zahlen. Aber sie wissen ja nicht, welcher Betrag das ist. Die denken vielleicht, okay, vielleicht sind das 100 Euro. Konnte ja niemand ahnen, dass es 20.000 Euro sind. Let's go. Oh, sehr gute Wahl, der Harry Potter Zauberstab. Sehr gute Wahl. Großes. Wir nehmen das Schwert. Yo. Oder beide? Nein. Wirklich sicher? Okay, dann nehmen wir das Schwert. Wir nehmen das Schwert gerne. Gut, dann haben wir da schon mal ein Schwert. Was darf noch sein? Yoshi? Yoshi und Uno? Das ist der Helm. Ja. Der Helm ist doch cool, oder nicht? Oh, der ist geil. Noch ein kleiner Yoda, okay. Ja. Irgendwas noch? Komm, alles okay. Gut. Was glaubst du? Sind wir über den Betrag oder unter? Ja, meinst du über? Ja. Okay, mal gucken. Wollt ihr es jetzt wissen, was wir haben? Ja, wie viel ist es? Wir sind jetzt bei 440,82 €. Ui, die Karte. Sehr gerne. Ey, die wird durchgehen. Gucken wir mal. Was war das Piepen? Und? Warten. Zahlung erfolgt! Ja, let's go! Das freut mich. Also ich sag mal so, die Karte hat kein Limit wirklich. Ich hätte noch mehr nehmen können, rein gesehen, aber... Glaub, die Karte... So ganz real, die Karte hat eigentlich kein Limit. Oder? Ja, ja! Das ist gut. Okay, ich erkläre mal ganz kurz, was wir machen, okay? Ich habe die Kreditkarte, da ist ein Limit im drauf. Footlogger? Wie das ist, sage ich nicht. Aber wo ist das denn jetzt? Den Footlogger, den kenne ich nicht. Wo ist das? Okay. Habt ihr Lust darauf? Ja. Ja. Gut, dann perfekt, dann sucht euch einfach aus, was ihr wollt. Das wäre gut, na, sowas. Ja. Ja. Dann sehe ich schon mal, ne? Ja, nimm so ein paar Jizzies. Was schätzt ihr? 233. Könnte auch höher sein, gibt's die mittlerweile? Ja, da sehe ich doch Jizzies. Das könnte 500 sein, das könnte 1000 sein. Plus? Okay, dann warten wir noch auf das Paar Schuhe und dann gucken wir mal, ob wir das Limit kommen oder nicht. Mal gucken, ne? Mal spannend. 245. Mit Karte. Easy, da, ja. Da wird nichts passieren. Und was das meint ihr? Das wird super. Ja, passt. Karte entnehmen. Ich glaube, es hat geklappt. Perfekt, hat geklappt. Easy. Ich hoffe, wir können das alles tragen. Ja, ja. Vielen Dank. Keine Ahnung. Abonniert Flexify. Abonniert ihn. Super Tag. Ja, hab ich schon. House of Sweets. Holen wir uns erstmal einen Zuckerstoff. Boah, was ist das denn? Was ist das? Oh, what? Candy Pop. Direkt Diabetes, wenn man in den Laden reinkommt. Aber wenn ich zu zweit seid, ich vergrößere Jungszeit, habt ihr 60 Sekunden Zeit nur. Nur 60 Sekunden? Nur 60 Sekunden. Nur 60 Sekunden. Junge, guck mal, die, Alter. Das ist doch Körbe eigentlich, ne? Okay. Ja. Das wird immer mehr gerade. Die legen richtig los. Let's go. Das habe ich nicht gesehen. Die Junge, die eskalieren komplett. Nochmal so eine Box. Das könnte. Aber ich glaube nicht mal, dass es das teuerste wird. Junge, wie willst du denn 100 Euro mit Süßigkeiten vollballern? So. Okay. Oh, 735 Millionen. Was? Millionen. Oh, okay. Let's go, Alter. Das was? So, dann das einmal. 400 Euro mit Süßigkeiten. Alter. Das ist schon siegelsicher. 334. Kennt auch halten, ja, ne? Ja, ich kenne. So. Und? Ja, Junge. Die Jungs haben erstmal Diabetes. Aber das nächste Mal abonniert die. Ja. Junge, die muss er erstmal nach Hause bringen. Das wird sicher ganz nice sein. Jetzt hat er nämlich bringt mit dem Fahrrad kommen. Okay. Ja, das war für dich.
Ja. Das sind dann so alles amerikanischer Stuff, ja, ne? Aber ich glaube, das reicht mir wirklich jetzt. Das ist schon sehr gut. Okay, ich glaube, ich habe aufgenommen. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Ja. Seid ihr fertig? Boah, hier riecht's. Was meint ihr? Seid ihr über dem Schaffel? Alter, kocht doch irgendjemand. Ich hoffe, ihr benutzt euch jetzt auch noch. Ja, ich hoffe auch, dass wir noch knapp mit euch nervös. Ja, schon. 103 Euro. Wir versuchen das jetzt. Noch ja, 103. Locker. Okay, dann sind wir doch unter 100. Mit Karte. Jetzt wäre so nice so. Ja, sorry, ist zu wenig. Und? Zahlung erfolgt! Wow. Yeah! Mensch, das ist doch was, oder? Schön. Keine Ursache. Wunderbar. Es liegt alles an euch ab, bitte. Ja, ich bin da. Abonniert Maxify. Let's go. Gibt's irgendwas Bestimmtes, oder? Oh, zurück im Lego Store. Ja? Oh, der Lambo, der Grüne. Fast so wie bei Forza gibt es heute natürlich auch wieder eine brandneue Folge. Mal noch was oben drauf. Möchtest du ein Skateboard haben? Ja? Such dir irgendwas aus. Im Fabio, komm, ich pass oben drauf. Nee, das ist nicht... Ah, das ist im Karstadt. Noch irgendwas Bestimmtes, irgendwas vielleicht von Lego, von Playmobil, noch irgendwas. Wäre das was? Wie erstmal seinen Papa so ganz fragend angeguckt hat, so... Drauf. Geht das? Perfekt. Was meint ah, ihr? Pablo. Stoppen? Okay, dann würde ich sagen, bringen wir das zur Kasse, oder? Da wären wir bei 492,96. Unter 500 ist doch gut, oder? Nee, das ist doch nicht der Karstadt. Was ist das für ein Laden? Zahlung erfolgt! Perfekt. Danke. Keine Ursache, High Five. Let's go. Freut mich doch. Viel Spaß damit. Ja, danke. Ja. Okay, das war's für die Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, schaut mal bei Maxify rein. Ganz ehrlich, da klickt man das ein oder andere Video an. Der CPM muss gönnen.